bei Buckelpistenathletin Laura Grasemann. Da steigt langsam wahrscheinlich so richtig der Puls in die Höhe, denn sie startet heute bei den Weltmeisterschaften im US-Bundesstaat Utah und sie ist mit uns über Skype verbunden. Laura, schön, dass das klappt. Sie gehen noch mit der Nummer 7 in das Rennen, also sind Siebte im Gesamtweltcup. Ist das vielleicht ein gutes Zeichen? Klar, natürlich. Also die 7 ist meine beste Platzierung zu Zeiten einer Weltmeisterschaft bisher überhaupt. Und die Saison lief bisher ausgezeichnet. Von daher bin ich hier guter Dinge, dass das hier auch sehr gut wird. Sie kennen auch die Gegebenheiten dort in Park City ganz gut. War ja auch schon mal Austragungsort der Olympischen Spiele. Was zeichnet diese Strecke aus? Ja, also in Park City, da ist eigentlich nichts flach. Also der Piste ist sehr steil, die Buckel sind groß, die Sprünge sind groß, die Landungen sind nicht einfach. Und das macht so ein bisschen das Flair aus dort. Dann sind in der Piste zwischendurch ein paar Schwierigkeiten eingebaut. Also es wird einfach dort nicht langweilig. Eine anspruchsvolle Piste, aber was unglaublich ist, sind doch die Zuschauer, die Atmosphäre und die pushen einen ganz, ganz gewaltig. Und deswegen macht es unglaublich viel Spaß, dort zu fahren. Was zeichnet denn eben auch dieses Drumherum in Park City aus? Also Zuschauer sind das eine. Kann man sich da überhaupt so hundertprozentig auch auf das Rennen konzentrieren? Ja, klar, das muss man. Also ich bin ja jetzt auch schon seit 11 Jahren im Weltcup dabei. So langsam bin ich das dann doch gewöhnt, dass Zuschauer am Rand stehen. Natürlich, Park City ist hier nochmal eine andere Nummer an Zuschauern. Aber ich war ja dann auch schon bei den Spielen, war schon bei 2 anderen Weltmeisterschaften. Da lernt man dann ganz gut, damit dann umzugehen eben auch. Und es macht einfach Spaß, wenn so viele Leute so begeistert sind und einen anfeuern, an der Strecke stehen und einem zujubeln. Und unglaublich, wie viele Leute kommen dann auch zu einem hin und sagen, Mann, das ist der Wahnsinn, was ihr da macht. Ich bin total begeistert. Und das ist einfach schön. Das ist einfach wirklich schön. Dann genießen Sie das auf jeden Fall und fahren einen richtig guten Lauf oder Läufe runter. Laura, toi, toi, toi für die Weltmeisterschaft. Wir drücken hier aus der Metropolregion die Daumen. Danke, ciao. Danke, tschüss.